Hallo allerseits. Salat die Blonde hat mich vom ersten Test an überrascht. Es ist universell und kann sogar einen Tisch bei der Ankunft der willkommenen Gäste dekorieren. Geriebene Kartoffeln müssen getrocknet werden. Jetzt kann man es braten. Schonen Sie kein Pflanzenöl. Lassen Sie das Öl auf eine Serviette abtropfen. Derzeit bereiten wir die restlichen Produkte für den Salat vor und Käse reiben. Salatdressing machen. Sie müssen die Produkte in Schichten in der genauen Reihenfolge anordnen. Legen Sie vorsichtig Bratkartoffeln mit Strohhalmen darauf. Es stellte sich nicht nur als hübsch heraus, sondern auch wahnsinnig originell nach Geschmack. Guten Appetit!